mit 100.000 Volt und irgendwo in mir habt ihr euch für zwei Roxette-Cover entschieden. Wieso gerade die Band? Als wir uns entschieden haben, das Thema Schlager rockt aufzugreifen, haben wir Brainstorming gemacht. Und da ist dann unter anderem eben auch das Thema Roxette auf den Tisch gekommen. Und mir sind dann eben für diese beiden Songs Texte eingefallen. Und wir haben die eingereicht und haben die deutschen Rechte bekommen. Wir finden Roxette cool und die Melodien sind absolut schlageraffin. Konntet ihr beim Videodreh zu 100.000 Volt endlich eure wilde Seite aufnehmen? Ja! Ja, das konnten wir. Also es ist ein sehr, sehr verrückter Videoclip. Das sieht man dann auch, wenn man da mal reinguckt. Wir haben dann auch eine Szene, da geht es um Streiten. Und für die Streitszene, da wollten sie Schauspieler engagieren. Wir haben gesagt, können wir das nicht auch mal selber probieren? Eine Chance haben wir gekriegt und komischerweise, sie war gleich beim ersten Mal im Kasten. Ich verstehe es auch nicht. Euer Motto ist Schlager rockt. Wie viel Rocker steckt in euch? Ja, durch und durch. Also ich meine, wir haben wilde Jugend hinter uns. Ich habe wilde Jungs zu Hause, die jetzt im sehr energiegeladenen Alter sind. Und ich muss sagen, bei uns rockt es den ganzen Tag. Wie würdet ihr eure CD mit drei Worten beschreiben? Rockig, wild und energiegeladen. Ihr sagt, mit 100.000 Volt haben wir uns musikalisch weiterentwickelt, haben einen Stil gefunden, der unsere Persönlichkeiten und unsere musikalischen Vorstellungen und Ideen widerspiegelt. Würdet ihr also sagen, dass das, was ihr vorher gemacht habt, nicht zu 100% euren Vorstellungen entsprochen hat? Nein. Man muss sich ja sagen, man entwickelt sich ja selber weiter. Also damals zum Beispiel vor 20 Jahren war das genau das, wo wir waren. Und wir haben uns Stück für Stück, Jahr für Jahr weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht etwas, was von heute auf morgen kommt. Stillstand ist der Tod und deshalb stetiges Weiterentwickeln. Und da wir momentan eine echt hohe Energiepegel zur Verfügung haben, entspricht dieses Album genau dem, wo wir jetzt sind. Allerdings muss man dazu sagen, so ein paar Freiheiten haben wir uns in den letzten Jahren einfach auch schaffen. Und wir haben so viele Freiheiten wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Wir haben jetzt zum ersten Mal dieses Album selber produziert. Es ging jeder Arbeitsgang über unseren Tisch. Wir hatten die 100%ige Entscheidungsfreiheit. Geiles Team im Hintergrund. Das spürt man einfach von vorne bis hinten, dass einfach verdammt viel von uns drinsteckt und dass wir dieses Mal, ohne Abstriche zu machen, wirklich das machen konnten, was wir wollten. Ab Januar 2016 geht ihr auf Tour. Was erwartet denn die Fans? Der ganze Abend steht unter dem Motto Schlager rockt. Das wird sich durch den ganzen Abend ziehen. Und alles, was man sich nur im weitesten Sinne dazu vorstellen kann, was dazu passt, zu 100.000 Volt, wird an diesem Abend stattfinden. Es werden tolle Effekte sein, wir werden eine große Lichtshow machen, wir haben Band mit dabei, wir haben Tänzer mit dabei, auch tänzerisch wird einiges abgehen. Wir werden wilde Kostüme mitbringen, es wird ein fliegender Wechsel sein, es wird keine Minute langweilig sein, es wird 100% Feuer und Energie sie auf sie übt schon sein. Wie ihr Wilde? Ja, ich trainiere jetzt schon. Sie schreibt das Drehbuch und ich halte ihr ein bisschen den Rücken frei, indem ich alles schon gut vorbereite und jetzt schon am Trainieren bin. Und ich habe sie schon vorgewarnt für eine Sache, da muss sie ein paar blaue Flecken in Kauf nehmen. Beim Training.